Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved. Ja, Survival. Warum nur? Weil man hier ab und zu ein Alpha T-Rex hat. Ja, ich glaube, es hilft ja nichts. Ich werde mich ja irgendwie den Monstern, den Mutationen dieses Spiels früher oder später ohnehin stellen müssen. Und ich denke mal, dass wir tatsächlich losziehen. Ich denke mal, also normalerweise Kalahari, ich würde tatsächlich sagen, dass wir die auch soweit mitnehmen. Kalahari selber wahrscheinlich nicht. Oh, guck mal, Gesundheit möchte ich gerne ein bisschen mehr haben noch. Und hier vielleicht einfach mal ein bisschen Schaden. Wie sieht's da aus? Mitsumi auch einen Punkt hier. Machen wir da. So, Kirigashi, wie sieht's hier bei dir aus? Oh, du hast aber echt schon. Bei dir machen wir Nahkampfschaden. 3000. So, und bei dir würde ich jetzt einfach sagen, es sind ja irgendwie, gefühlt sind es ja Zwillinge. So, dass wir die vier definitiv mitnehmen. Jetzt überlege ich für mich persönlich. Ach nee, guck mal, Shakiro haben wir denn auch noch. Guck mal ein, der hat hier auch. Ah, du kriegst auch noch ein bisschen Leben. So, dass wir einfach sagen, die nehmen wir mit. Oder? Kalahari würde ich jetzt vielleicht tatsächlich hier lassen noch. Und dann schnappen wir uns den Alpha. Also der muss weg, ne? Der muss definitiv weg da. Also das ist, der ist mir persönlich, ist der mir zu heikel. Ich hoffe nur, dass da nicht gleich ein neuer kommt. Ja, oder? So, ich würde mal sagen, die bekommen vielleicht, die Kreaturen bekommen vielleicht eine eigene Zähmungsgruppe jetzt mal übergangsweise. Und zwar, wo geht das noch? Befehlsgruppen ändern. Kreatur zur, nein, Klasse zur Gruppe hinzufügen. Und ich nehme jetzt einfach mal, ich glaube, dass wir die neuen, die haben wir noch nicht verbraucht, glaube ich, zur neuen. Wir werden das sehen. So, was dann aber bedeuten würde, dass wir sie alle mitnehmen. Gut, warum auch nicht? Ich bin mal gespannt, ob ich sie alle durchs Tor kriege. So, sind wir bereit. Dann werden wir werden dann Kalahari mitnehmen. So, Freunde, ihr kommt jetzt alle mit. Könnt euch jetzt auf den Kopf stellen. So, der Zug der Spinos beginnt. Jetzt. Ich bin gespannt, im schlimmsten Fall sterben alle. So, na, wer ist wieder nicht durchgekommen? Doch. Sind alle da? Ja, der Terizino hat hier der Triceratops hat auch guten Grund, misstrauisch zu sein. Tatsache, ne? Oder? Sind echt alle mit? Würde sagen, ja. So, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr, wo ich meine ganzen Klamotten gelassen habe. So, aber jetzt ist es egal. Jetzt ist alles egal. So, Kalahari. Und los geht's. Also ich bin bereit. Bereit für alles. Oh. Ich habe mich so dermaßen eingekesselt, dass ich nicht mehr wegkomme, oder was? Was war das noch? So, das war es gar nicht, was ich jetzt wollte. Ich wollte eigentlich ganz gerne... ach, F3 habe ich... So, sehr gut. Was denn mit dir? Na, dann kommt mal alles schön brav mit. So, wir nehmen den Wasserweg natürlich, weil wir ein bisschen schneller sind dann. So, und ich hoffe, die sind auch gut hungrig, ja? Ich
weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber ich werde das ja nie erfahren. Ne? Man muss ja mal ein bisschen ausprobieren, tatsächlich, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Ich hätte auch gerne die Terizinus genommen. Einfach um zu sehen, weil ich glaube schon, dass die also durchaus mit ihren langen Krallen. Nee, da wollte ich gar nicht lang. Doch. Der Weg ist schon ganz gut. Hier müssen wir nämlich lang. So, ich weiß natürlich auch nicht, wo der andere geblieben ist. Also da waren ja insgesamt waren ja drei da. Ich würde natürlich wahnsinnig gerne die Falle irgendwann auch wieder aufbauen. Aufbauen wollen. Um mir dann noch einen T-Rex zu fangen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, da stellt sich ja schon mal irgendwie die Frage auch, wie sinnvoll ist das? Ja, wenn die die Falle so auseinandernehmen. Ich bin jetzt, ist noch die Frage eben, haben sie die Falle deswegen so auseinandergenommen, weil es der Alpha war? Hat nur der Alpha so ein bisschen so diese Bissgeschichte? So. Oder? So, genau genommen sind wir da. So, ich weiß eben nur nicht. Ja, drüber gelaufen, ne? Das tut mir manchmal ein bisschen leid, aber. Na, wo ist er? Da ist er. So, und da hinten ist ja noch irgendwas. Achso, das ist aber nur. Ach, du bist ja auch netter. Ich würde dich ja fast glatt mitnehmen, aber. So, ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ja, keine Ahnung. Ich mach's einfach. In der Hoffnung. Dass er natürlich ein bisschen Bammel hat. Da, er soll ruhig ein bisschen Schaden kriegen. Mal gucken, wer gewinnt. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt einmischen will. Ich warte, bis einer von den beiden gewonnen hat, glaube ich. Vielleicht kriegt er ein bisschen Schaden dabei. So, und los geht's. Loffelsauer. Was hat denn der da jetzt mit zu tun? Warum mischt der Große sich da jetzt ein? So, T-Rex, der hat tatsächlich den ersten Spino. So, 1, 2, 3. So, mischt der sich da, der Große mischt sich da jetzt aus irgendeinem Grund, mischt er sich ein. Das war vorhin schon, der hätte sich gar nicht einmischen dürfen. Das werden wir auch jetzt ganz schnell unterbinden. So, ich glaube, wir gehen jetzt. So, wir wären natürlich im Wasser, wären wir schneller gewesen. Definitiv. So, also wir haben tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, ein eingebüßt, ja? 1, 2, 3, 4. Oder?
So, also Harashiro wurde getötet, wurde killed, Mikaido auch. Also zwei haben wir eingebüßt. Zwei haben wir eingebüßt. Boah, wie viele Raptoren hier rumtoben. So, ein ganz schöner Schlag, ne, eigentlich. Was jetzt natürlich ein bisschen dieser Wasserbonus auch noch ist, ne. Also wir haben natürlich... Ah, guckt euch das mal an. Keine Chance, aber hier waren ja auch noch mehr T-Rexe. Und wie gesagt, was... Also Frage ist ja... Tatsächlich... Wo habe ich meine ganzen Klamotten gelassen? Hatte ich die jetzt hier, ich weiß nicht, in die Kisten gelegt? Ja. So, was haben wir da? Oh, hier war das ein verleiht ein nobles Aussehen. Es geht so. Platziere es auf einer Trophäenwandhalterung. Ah, okay. Weißt du, dass du ein Jäger bist? Jawohl. Schön, also ein bisschen was haben wir ja da bekommen. So, wie es aussieht. So, ist natürlich ein bisschen schade, ne? Also... Haben wir eigentlich, nee, da ist sonst gar nichts drin, ne? Also es ist ja quasi alles komplett kaputt. So, guck mal, aber wir haben also auf alle Fälle so, aber die sind natürlich von der Stufe, das kann man jetzt schon mal sehen, noch nicht hoch genug gewesen. Also die müssen definitiv noch. So, zwei haben wir eingebüßt. Na gut. Naja, sind aber immer noch drei über. So, und ich weiß nicht, wo der letzte geblieben ist. Ich weiß nur, bisher eigentlich nur, dass sie natürlich komplett meine Falle da kaputt gemacht haben. Also reingelockt habe ich ihn ja zum Schluss. Ja, aber er hat sie komplett auseinandergenommen. Und ich weiß noch nicht so ganz genau, woran es jetzt am Ende tatsächlich gelegen hat. So, und ich weiß, ja, eigentlich müsste hier noch irgendwo einer rumlurchen, ja. Und ich weiß natürlich nicht, ob der das gleiche wieder macht. Das ist natürlich schon eine gute Frage. Ich hätte natürlich vielleicht auch einfach mit Säulen arbeiten sollen. Können wir denn Steinwände jetzt bauen? Nee, weil uns was fehlt. Holz fehlt uns für Steinwände. So, dann müssen wir einfach mal gucken, dass wir vielleicht, ich weiß nicht, hoffentlich frisst uns jetzt hier nichts und niemand währenddessen. Ich meine, sind ja jetzt auch gar nicht so viel. Doch, ein bisschen schon, ne? Also der hat das halbe Ding da auseinandergenommen. Ist ja irre. So, aber ich hoffe jetzt mal, dass es ein bisschen dran lag, weil es eben Alpha war. Hoffe ich jetzt einfach. Ich weiß es nicht. So, eine Wand ist ja schon mal wieder heil. Wahrscheinlich fehlt uns jetzt einfach Stein, oder? So, wie viel kann ich bauen? Kann ich welche bauen? Also ich muss das ja wieder reparieren, ne? Das hilft mir alles nichts. Also wenn ich da einen einfangen will, wo sind eigentlich? Da sind sie, ich glaube, also schon in Sichtweite, das ist schon okay. So, jetzt fehlt wahrscheinlich Holz, oder? Und ich kann nicht mehr laufen. Doch, ich kann noch eine, kann ich noch bauen. Und dann wird aber definitiv Holz fehlen. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Weil Stein müsste ich eigentlich genug haben, oder? Quatsch. Fünf habe ich erst. So, außerdem müsste ich natürlich hier zwischendurch... Stroh fehlt uns auch noch. Aber wahrscheinlich fehlt uns jetzt Stroh für weitere, oder was? So, ich glaube, ich hätte auch mit meinem Säbel nicht mehr so viel tatsächlich anrichten können. Rate ich mal, ja.
Ich glaube, das wäre nicht so ganz die Rettung gewesen. So, und fest steht, also ich sag mal, ich muss mit denen... Wahrscheinlich noch. Habt ihr eigentlich alle was zu fressen? Sag mal, wie sieht's denn da eigentlich aus? Ich hoffe. Ja, also ich meine, ihr habt ja auch genug. Wie sieht's mit dir aus? Ja, also zu fressen habt ihr ja alle scheinbar schon noch genug. Hoffentlich tritt er mich wieder nicht. So, und es sieht fast so aus, als wenn ich auch einen Stufenanstieg machen könnte. Kann ich auch. Ich weiß nicht, gibt's da irgendwie... dann werde ich doch tatsächlich vielleicht mal anfangen, Bewegung ein bisschen zu skillen. Ich habe immer gedacht, bei 100 ist Schluss. So, wie viele Steinwände kann ich bauen? Das ist jetzt eigentlich mal ganz interessant. Wie viele Steinwände? Eine. Und dann fehlt es an was? An Stein. Ja, okay. Ja, komm, die verbauen wir jetzt aber erstmal hier. Also ich möchte natürlich gerne... bisschen reparieren noch. Wie Stein. So viel, da gar kein Stein mehr. So, wenn das soweit fertig ist, ich würde mal sagen, dann ziehen wir zurück. Und dann gucken wir mal, ob wir den nächsten T-Rex noch finden, ja? Ich möchte gerne mal sehen, ob ein normaler T-Rex sich hier auch so durchfrisst. Das fände ich nämlich gar nicht mal so gut, ja? So, ja, uns fehlt ja aller Wahrscheinlichkeit noch Stein, oder? Also Stein, Holz, Stroh, alles. Mal gucken, was uns als nächstes fehlt. Wir können ja noch ein bisschen was tragen. Genau, weil jetzt ist es nämlich Holz. Es ist ja immer irgendwas, es ist ja immer... Man braucht so viele verschiedene Dinge. So, vielleicht noch ein bisschen, ups. Achso, geht nichts mehr. Nix geht mehr. Also ich kann mich jetzt nicht mal, ich kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass ich so nah dran bin, dass sie mich retten, wenn... Ja, aber ich glaube schon. So, wir nehmen jetzt noch hier ein bisschen davon mit. Und ein bisschen Holz noch. Und dann gucken wir mal, können wir auf der Seite, müssen wir da vielleicht noch ein bisschen was reparieren? Ne, sieht nicht so aus, ne, oder? Doch. Ne, Feuer entzünden wollte ich nicht. Aufheben wollte ich es auch nicht. Aber wir werden sehen, ja. Fehlendes Material, Stein. Gut, wir bauen jetzt aber erstmal weiter. So, wo ist der nächste Steinklotz da hinten im Wasser? Also es ist schon irre. Ja, ich bin wie am Anfang. Schnell weg. Das hatten wir mit dem Piranha, ne? Weggeziehen. ohne irgendeine Rüstung. Schon gar nicht mal so, wenn es ein Piranha war. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war ja keiner. Aber falls einer gewesen wäre, ja, der hätte mich so aufgefressen. So halbnackt, wie ich bin. So, wenn mich jetzt einer fragt, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund glaube ich, dass Stroh fehlt. Aber wahrscheinlich ist es doch Stein. Ja, doch Stein. So, ich warte ja noch so auf den Moment, wo ich so einen Klotz da irgendwie wegklöter und dann steht da hinten irgendwas direkt dahinter, womit ich dann so gar nicht gerechnet habe. Aber wie so oft, ich rechne ja oft. Ja. So, reicht ja leider noch nicht. So, Schrunz. Naja, wenn da jetzt einer fehlt oder zwei, glaube ich, ist vielleicht noch gar nicht mal ganz so dramatisch. Ja, gut, einer fehlt da jetzt noch. Komm, den machen wir jetzt auch noch zu.
Solange es nur einer ist. Und dann müssen wir als nächstes kommen. Dann wird es nämlich auch schon dunkel. Dann können wir erstmal zurückziehen. Erstmal ein bisschen die Wunden lecken. Also wir haben echt 2 Stück verloren, ja, gegen den. Und ob wir da jetzt tatsächlich... wo fehlt es jetzt an Holz? Wahrscheinlich Holz, oder? Ja, Holz war's. So, extra Stein. Ich meine, was hätte ich da machen müssen? Da hätte ich ja Metall. Ich hätte ja wahrscheinlich mit Metall arbeiten müssen, oder was? Damit der da nicht rauskommt. Ich meine, gut, der war Stufe 44, ja, was ja auch nicht ganz ohne ist. Und ich weiß aber auch noch nicht so recht, was ich dagegen jetzt für Bewaffnung oder so. Ich meine, ist ja nicht ganz leicht, ne? Achso, ja, brauchen wir auch wieder Fasern. So, zu Hause hätte ich alles gehabt, ja. Und so weit weg von zu Hause hier. Weiß ich gar nicht, braucht da auch ein bisschen Stroh? Bestimmt. So, dann haben wir ja noch unser Harzprojekt. Haben wir ja auch noch. Aber das sind bei Weitem nicht genug. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist nichts kaputt gegangen, ne? Oder? Ich weiß es gar nicht. Wenn ich ehrlich bin. So, also ich müsste da hochhüpfen, ne? Also das ist schon auch für die Größeren. Aber weil, wenn ich mir das so mal angucke... Ja, dann ist das ja nur auch nichts, wo ich jetzt sagen würde. Also es kann gar nicht hoch genug sein, wollte ich damit sagen, ne? Die Wand. So, den Eindruck machte das zumindest in Verbindung mit dem T-Rex. So, jetzt wird es auch gleich dunkel. Also wenn es dunkel wird, dann reisen wir definitiv nach Hause. Dann machen wir den Rest ein anderes Mal. Ich weiß gar nicht. Da hinten leuchtet noch, aber ich glaube, das ist nur ein... So, guck mal, da fehlt aber auch eine komplette Bahn. Uns fehlt aber hier definitiv Holz, ne, glaube ich, oder? Definitiv Holz, hoffe ich. Nee. Was ist es denn, was uns fehlt? Erzähl mal. Holz, doch Holz. Drei. Ja, nee, nicht ganz. Also ein bisschen mehr fehlt uns schon, glaube ich. Eine ist es auch nicht. Aber wir sind zumindest schon mal nah dran. Komm, naja, jetzt machen wir das noch fertig. Jetzt sind wir schon dabei. Jetzt machen wir es auch noch fertig. Da fehlen zwar schon noch ein paar mehr, aber mal gucken. Die haben wir. Da können wir uns hinten vielleicht den Alpha Raptor noch holen. Also den sollten wir ja wohl so kriegen. So. Und ich glaube, da kommt ein bisschen was. Ich habe mir doch tatsächlich leider den Fehler gemacht. Mal einen Kampf mit der Brutmutter anzugucken. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht, ja. Aber ich lasse mich mal überraschen. Wie es nachher tatsächlich wird, ja. Aber ich war doch ein bisschen... Ich glaube, ich werde da ganz böse auf die Mütze kriegen. Gleich beim allerersten Mal. Das ist auch nicht einfach so ein Durchmarsch, habe ich so festgestellt. Also jetzt hier so ein bisschen, also in Anführungszeichen, so ein bisschen Survival und so ein paar Tiere eben zähmen und gut ist das Ganze. Und wenn man dann so alles erforscht hat. Wenn man dann so alles, was war das? Sag mal, schmecke ich nicht, oder? Hä? Hallo? Oh, nicht mal der Raptor will mir fressen. Okay, wir in der Stufe 4. Ne? Ich glaube, den hätte ich vielleicht sogar noch geschafft.
Selbst ohne Rüstung. Gut, ich bin auch gar nicht schnell dafür, ne? Ich bin ja gar nicht geistig irgendwie mal gar nicht auf so einen Nahkampf eingestellt. Deswegen vergesse ich auch immer, die Nahkampfwaffe zu ziehen. Guck mal, das ist doch ein bisschen doof gemacht, ne? So, eigentlich ist die Position ein bisschen blöd. Ja, so. Ich habe es auch ein bisschen eilig gehabt. So, und ich glaube, die war auch zu lang. Und ich glaube, 4 ist auch definitiv zu hoch. Ich glaube, es muss gar nicht so hoch sein. Und ich muss doch das Ding mit dem Tor dann machen. Also ein Tor, dass man... Genau, das geht nämlich nicht. Weil dafür müsste ich noch quasi. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken. Vielleicht geht's ja, vielleicht geht's auch nicht. So, brauchen wir noch ein bisschen Holz dafür. Guck mal, ist auch gar nicht so dunkel, ne? Ich weiß nicht, also vom Sehen, das müsste eigentlich noch gehen. Oder? So, was ich gerne machen möchte, ich möchte gerne mal ein Fundament bauen aus Holz. So ich denn finde. Mensch, da sind schon die Steinfundamente. Das wollte ich gar nicht bauen. So, da sind sie, ich hoffe, auch vorbeigeflogen. Sieht ganz so aus. Haben mich nicht bemerkt. Fasern. Tatsächlich, weiß zwar nicht, wo sie hingeflogen sind, aber es spielt ja auch keine Rolle. Guck mal, mich will nichts mehr fressen. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, woran es liegt. Ja, nichts will mich mehr fressen. Ich bin quasi jetzt unbesiegbar. Was ja auch irgendwie schön ist, ja? So, ich will mal gucken, ob ich da von unten... Also das kann ich ja nicht machen, das weiß ich ja jetzt. Achso, warte mal, habe ich da oben nicht noch einen vergessen? Eine Reihe? Nee, habe ich alles. Ich wollte doch mal gucken, ob ich von da unten nicht irgendwie noch ein Fundament oder sowas setzen kann. So, einmal ganz kurz. Nur mal so ausprobiert. Nee, das geht nämlich nicht. Na gut. So, das hörte sich ganz nach Oviraptor an. So, na, wie schaut's? Sind wir bereit? Wer trägt zu viel, du oder ich? Ich wahrscheinlich. Was trage ich denn so bei mir? Warte mal, das können wir auch. Einfach, ich schmeiß das mal ins Floß. Achso, trinken, nicht essen. Aus Gewohnheit will ich dann immer essen. Muss aber gar nicht essen, muss trinken. Gut, als nächstes muss ich dann wahrscheinlich essen. Schmeiß jetzt einfach mal alles rein. Jetzt kommt da rein, rein, rein. Alles, was irgendwie... Alles. Ach komm, einfach alles. So, voll. Nächste Kiste. Gut, dass ich das Floß habe. So, jetzt sieht's gut. Also, bin ja auch quasi nackt. Also kann ja nichts mehr sein. Oh. Also der T-Rex. Na gut, na gut, na gut. So, also der zweite, ne? Wir wollen natürlich... Oh, Herr Spawn, ist es gut? Da könnte ich vielleicht meine Rüstung mit. Das ist... So. Sehr gut. Guck mal, das ist ein Ergebnis. Das ist, gefällt mir viel besser. Ich kann jetzt gar nicht mal sagen, warum, aber das mag ich lieber. So, jetzt gehen wir auch nach Hause. So, welchen Weg nehmen wir? Wir könnten den Weg nehmen. Also, wir können den Wasserweg nehmen. Gefällt mir irgendwie besser.
Weiß gar nicht warum jetzt. Ich glaube, wir sind auch genug, oder? Ach komm. So, da den Biestern traue ich ja nicht so über den Weg, ja. Obwohl in der Dunkelheit sieht man sie ja glücklicherweise. So, machen wir mal ein ganz klitzekleines bisschen Licht. So, ich glaube, die Gewichtsbelastung ist schon ein bisschen. Bisschen gar nicht so wenig. Bisschen mehr, könnte man sagen. So, und dann müssen wir eigentlich jetzt den zweiten T-Rex suchen. Und dann müssen wir gucken, ob wir den. Also, der muss noch irgendwo, muss der noch rumleuchten. Der kann auch gar nicht so weit weg sein. Frage ist natürlich, welche Stufe der hat. Er wäre mir persönlich aber am Anfang jetzt so für den ersten T-Rex, wäre es mir total wurscht, wenn ich ganz ehrlich bin. Was der für eine Stufe hat, ja. So, und ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der ziemlich groß ist. Und ich... Irre ich mich oder fehlt da einer? Da fehlt doch einer. Da waren noch 6, oder? 2 sind gestorben. Rein rechnerisch. Muss jetzt einer über sein. Oder was? So, komm, wir gehen mal ins Wasser, ins Tiefe. Da sind wir ein bisschen schneller. Naja, mal abgesehen vom Gewicht, ne? So wahnsinnig doll schnell sind wir jetzt plötzlich aber nicht mehr. Aber hier fehlt mir, irgendwie fehlt mir hier einer. Vielleicht Gewichtsüberbelastung oder was? Oder irgendwo stecken geblieben, aber der ist zu groß, um irgendwo stecken zu bleiben. Wo ist der jetzt geblieben? Oder irgendwie doch gestorben? Nein, es sind nur 2 gestorben. Es sind nur 2 gestorben. Ups. Das heißt, es muss noch irgendwo einer sein. Aber wo? So, das sind diese komischen Quallen. Die nicht ganz so ohne sind. Nee, okay, brauchen wir nicht. Wir lassen die Quallen mal Quallen sein. Und suche mal. Ich meine, der ist ja auch nicht so klein, ne? Ja, auch nicht. Mensch, ich habe meinen Spino verlegt. So klein ist er ja nicht. Da ist das Floß, ja. Da hinten ist die Basis. Okay. Nee, echt jetzt? Ja, der braucht auch nicht winken. Das hilft jetzt nichts. Du weißt schon, dass ich das nicht gut finde. Was du da jetzt gemacht hast. Das Ding hat doch kein Tor. Jetzt drängeln sie von hinten wieder. Ach, herrje.
Na, das wollte ich nicht. Das war jetzt zu schnell. So, da will also selbst mit dem Tor, guck mal, das ist einfach zu hoch, ne? Ich sag mal, da kommt natürlich auch wahrscheinlich kein T-Rex so ohne weiteres hoch. So, außerdem, ich habe nicht so viel, so eine große Gewichtsbelastung habe ich gar nicht. Ist mir, also ich muss ihn auf alle Fälle scheinbar von dieser Seite da hochlocken. So, also. Nee, die Holzrampe wollte ich mit der Holzrampe nun gar nichts. Ah, das ist doch so ätzend. Ja gut, es hilft nichts. Ist wie es ist. So, ich hoffe, du bist stolz. Nee, abreißen will ich nichts. So, da wird er definitiv auch nicht rauskommen, ne? So, ich hatte ja jetzt eigentlich tatsächlich gehofft. Nein. Hier geht's doch tatsächlich um die Wand. Und nicht um den. Ja, wieso denn abreißen? Ich will die nicht abreißen. Na gut, dann muss ich sie wohl abreißen, wenn es wohl nicht anders geht. So, die werde ich jetzt auch abreißen. Und die werde ich jetzt auch abreißen. Immer noch nicht? Doch, da müsste ich doch jetzt langsam durchkommen. Immer noch nicht. So, jetzt ist bald der nächste Tag da, ja? Also das ist doch echt. So, nee, nix. Aufheben. So, egal. So, wie auch immer du das gemacht hast, ja? Das machst du mir bitte nicht nochmal. Achso, jetzt habe ich natürlich zu viel Material. So, ich wollte dir eigentlich nur ein bisschen da weg haben. Nicht, dass mir da doch noch einer wieder reinläuft. So, jetzt haben wir ja ein bisschen Material. Jetzt bauen wir das auch gleich wieder da ein. So, da brauche ich aber dann die Türen dafür hier. So, geht nicht, weil jetzt fehlt Stroh, ein bisschen Holz. Mann. Gibt's ja gar nicht. Na gut, wenn wir denn schon dabei sind. Also das ist ein bisschen so der Haken, ne? Also das ist, ich weiß gar nicht, hätte vielleicht auch die Großen nehmen sollen. So, wehe, da läuft jetzt wieder einer rein. Na, guck mal, ich habe sogar eine, habe ich ja. So, habe ich dann noch irgendwie eine? Ah, ich habe da noch zwei Wände. Ja, immerhin. So, und dann habe ich noch... So, jetzt will ich noch einmal bauen hier. So, und da fehlt es an... Ah, woran fehlt es denn da jetzt? An Stein. So, also fehlt es jetzt an Stein. So, also das Ganze nochmal von vorne. Ich meine, das haben wir ja nicht auch gerade eben erst gemacht. Nein! Ach, dieses Spiel. Manchmal... Also gerade diese großen Tore, ne? Gut, also mittlerweile würde es gehen. Also das ist mittlerweile ist das nicht mehr ganz so aufwendig. Mittlerweile geht's. Also dadurch durch die Terizinus und auch diesen eigentlich, ich weiß gar nicht, wie die Rasse da heißt, mit der man ja quasi Steine super farmen kann, geht's natürlich. So,
So, also ist das ja gar nicht so, dass so gar nicht das Problem, ja. Von daher wäre das nicht ganz so dramatisch, jetzt natürlich so eine großen Tore dann irgendwie zu bauen. Also ich sage jetzt mal Fundamente, dann Tore daran, die man dann so mitnehmen kann. Aber das ist natürlich schon auch ein anderer Aufriss dann trotzdem noch, auch wenn es jetzt ein bisschen leichter geht, als wenn wir das jetzt hier machen. Immer die Tore natürlich mitnehmen, aufbauen. Sag mal, mit dem Floß eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Aber wir können das Floß natürlich auch nicht überall hin mitnehmen. Das heißt also, natürlich braucht man dann, theoretisch braucht man dann noch einen Transport-Dino in irgendeiner Art und Weise. Geht nicht. Wo dann Habatz, Holz und Stroh. So, und das ist schon mal Holz. So, ich würde mal sagen, noch einmal Holz. Oder müsste doch eigentlich reichen jetzt. So, also das ist so ein bisschen, also wie wir das hier ein bisschen verfeinern können, das ist mir noch ein bisschen unklar, wenn ich ganz ehrlich bin. So, dass das Ganze... Ne, den kann man nicht kaputt hauen. So, dass das Ganze ein bisschen praktikabler noch wird. Gut, auf der anderen Seite fängt man natürlich vielleicht jetzt auch gar nicht so viel mal ein. Auf Dauer, wenn man so seine Dinos hat, denke ich mal... So, kann ich noch zwei Stück bauen? Dann wäre ich eigentlich fast... Nein, kann ich nicht mehr. So, jetzt muss ich da hinten noch einmal hin. Und dann brauchen wir noch zwei Stück. Und dann sind wir ja hier hoffentlich fertig. Und wenn da wieder einer reinmarschiert, dann lasse ich ihn da drin. So, dann werden wir rein offiziell... sind dann drei gestorben in dem Kampf. Das werden wir zu Hause erzählen. So, und den anderen versprechen wir dann einfach zukünftig mehr zu fressen. Ich glaube, dann sind die auch glücklich. Kann eigentlich gar nichts passieren. So, jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich wieder zu viel Gewicht da. Irgend so ein Kram, den ich gar nicht haben wollte. So, das kann jetzt mal weg. Das lassen wir jetzt mal alles hier. Das lasse ich hier, lasse ich hier, lasse ich hier. Alles klar, das möchte ich aber gerne behalten. So, jetzt wird noch schnell was getrunken und dann noch was gegessen. So, und jetzt möchte ich aber gerne nach Hause. So, und dann kommen wir mit dem Flugsaurier, kommen wir wieder. Und dann machen wir uns auf die Suche nach... So, 1, 2, 3, jawohl. Dann machen wir uns auf die Suche Ja, ich glaube, ich sollte von der Geschwindigkeit noch einmal ganz kurz da einen kleinen Abstecher machen. Ich lasse auch alles soweit im Floß, was wir brauchen. So, wir locken den da rein und dann hoffen wir einfach, dass das im Großen und Ganzen soweit gut funktioniert. Also, wenn es klappt, ist gut, ne? Wenn nicht... Ist auch okay. Kann ich dann auch mitleben. So, die Pistole lassen wir da. Den lassen wir da. Die Armbrust brauchen wir dann definitiv. Aber wir haben hier auch eine mit einem Schaden von 144. Da ist die Armbrust tatsächlich ein bisschen besser. So, dann lassen wir den quasi da. Betäubungspfeile 44. Ich weiß natürlich nicht, ob es ausreicht. Das Ding kann man weg. Das kann weg, das kann weg, das kann auch weg. Eigentlich brauche ich den, habe ich jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Mal. Das würde ich jetzt weglassen. Gut, ich denke mal, so von der Gewichtsbelastung ist das jetzt okay. Ja, ich könnte mir noch ein paar Betäubungspfeile bauen. Also den nächsten T-Rex wollen wir ja eigentlich nicht töten. Den wollen wir ja tatsächlich nur mehr betäuben. So, ich glaube jetzt mittlerweile fast, dass der zu viel da hat. Komm, wir... Mach das einfach mal weg. So, also wir haben so viel Gammelfleisch. Guck mal, das ist auch gleich viel schneller, oder? So, jetzt schwimmen wir zurück. So, liebe Leute, also ich sag mal, den Heimweg, das müsst ihr euch natürlich, da wird ja wahrscheinlich jetzt nichts Großartiges passieren. Ich werde jetzt einfach nur zurückschwimmen mit den dreien. Haut mir bloß ab da. Also nur damit ihr das wisst, ich weiß jetzt, wie man euch fertig macht. Ach, guck mal, so einen wollte ich noch. Gelegenheit ist günstig.
Oder? Wenn ich noch treffen würde. Wie machst du... habe ich nicht mitgerechnet. Also entweder total verfehlt, aber das glaube ich gar nicht mal. Ah ja, okay. War ein Versuch. Werde ich mir noch was überlegen müssen. Naja, gucken wir uns mal an. Weiß ich, also entweder... Keine Ahnung. War vielleicht auch nur ein Zufall. Hab ja auch nur einmal getroffen, ne, glaube ich. So, aber genau. Also ich sag mal, den Heimweg müsst ihr euch natürlich da nicht angucken. Deswegen, ich denke mal, beende ich das jetzt hier an dieser Stelle auch. Also wir werden jetzt im nächsten Teil, werden wir mal schauen, ob wir den anderen T-Rex... Das heißt, ich werde jetzt im Prinzip nur rumfliegen. Wir werden den anderen T-Rex suchen. Wir werden gucken, ob ich ihn da zur Höhle, zur Falle locken kann. Und wir werden dann schauen, ob er sich da wieder befreien kann. Was ist jetzt? So, wir werden dann schauen, ob er sich da befreien kann oder ob wir ihn da betäuben können. Ich werde noch ein bisschen Betäubungsmittel dazu machen, ein paar Betäubungspfeile noch mit. Zusätzlich und dann schauen wir einfach weiter. Also in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.